Guten Tag und herzlich willkommen. Entschuldigen Sie die kleine Verspätung, es gab noch etwas technische Probleme. Mein Name ist Patrick Zimmermann und ich darf Sie zum heutigen Maritime Innovation Update des Fraunhofer CML begrüßen. Unser heutiger Referent, Herr Julius Küchle, spricht über das Thema Stromspitzen im Hafen. Bevor wir mit dem Vortrag starten, möchte ich noch kurz eine technische Bemerkung machen. Kommen Fragen während des Vortrags bei Ihnen auf, nutzen Sie gerne den Chat, diese dort zu stellen. Und ja, am Ende des Vortrags werden wir eine Frage- und Antwort-Session haben. In dem Sinne übergebe ich jetzt an Herrn Küchle mit dem Vortrag. Ja, herzlich willkommen auch von mir, Patrick. Vielen lieben Dank für die einleitenden Worte. Und wir starten auch direkt in die Vollen mit der Frage, na, eine Sekunde, mit der Frage, was sind eigentlich Stromspitzen? Da sehen wir hier einen Lastverlauf, also links die Kilowatt, rechts die Zeit und darüber hinauf eine Kurve, die uns einen Lastverlauf angeben soll, also wie viel Kilowatt zu einer bestimmten Zeit angefordert werden, wurden oder genutzt oder gebraucht wurden. Und die Lastspitze ist, wie der Name vermuten lässt, einfach der höchste Ausschlag in diesem Zeitraum. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man Lastspitzen, also was haben Lastspitzen eigentlich für Implikationen? Sind Lastspitzen etwas Gutes oder Schlechtes? Und die Antwort ist recht eindeutig, Lastspitzen sind tendenziell eher schlecht. Denn sie haben verschiedene Implikationen. Zum einen Implikationen für die Netzdienlichkeit. Das soll heißen, der Energieerzeuger muss in unseren momentanen Netzen immer darauf sicherstellen, dass das Angebot der Energie die Nachfrage der Energie deckt. Und entsprechend machen gleichmäßige Lastgänge die Planung der Energieerzeuger wesentlich leichter. Und entsprechend lassen sie sich ungleichmäßige Lastgänge, also Lastgänge mit hohen Spitzen, auch teuer bezahlen. Und das spiegelt sich dann in den Stromkosten der Energieabnehmer wieder, denn die höchste Lastspitze im Abrechnungszeitraum wird in Rechnung gestellt. Und da kann man sich so vorstellen, dass das sind dann so um die 50 Euro Pi mal Daumen, die pro Kilowatt gezahlt werden müssen, das zu der Lastspitze anfällt. Zusätzlich zu der natürlich sowieso zu bezahlenden Wirklast, die man abruft. Und das kann dann durchaus auch mal 30% der Stromrechnung ausmachen. Es ist die Frage, was kann man da dagegen tun? Und zwar ist das Ziel, diese Lastverläufe zu optimieren. Und das bedeutet, wir wollen die auslösenden Prozesse erkennen und dann diese Prozesse zeitlich verschieben. Das kann man sich so vorstellen, wir haben hier unseren Lastverlauf und irgendwo ist eben oben unsere Lastspitze. Und jetzt wollen wir diesen Prozess, der diese Lastspitze verursacht, nehmen und verschieben in ein Tal, also beispielsweise nach hier. Und dadurch ergibt sich dann eine neue Lastspitze. Und diese neue Lastspitze ist natürlich niedriger als die vorige und spart uns dadurch Kosten. Um dorthin zu kommen, muss man einen gewissen Optimierungsprozess vollziehen. Das Ganze beginnt damit, dass wir erstmal den Ist-Zustand erfassen. Sprich, wir wollen die energierelevanten Prozesse aufnehmen im Hafen. Also alle Prozesse, die mit irgendeiner Form Energie verbrauchen, werden aufgenommen und die involvierten Verbraucher und Infrastruktur. Dieser Prozesse wird dann dokumentiert und identifiziert und danach können die Verbraucher dann noch nach diversen Kriterien kategorisiert werden. Das kann man hier einmal am Beispiel eines Hebers sehen. Das ist ein Heber in dem Fall, der genutzt wird für die Entladung von Schüttgut an einem Ort, in dem Fall Liegeplatz 1, und der hat diverse Unterverbraucher, die immer dann starten oder genutzt werden müssen, wenn dieser Verbraucher eingesetzt wird. Entsprechend, das ist ein Heber, der bewegt relativ große Mengen Ware. Der erste ist ein Großverbraucher, der braucht viel Leistung und der hat eine Flexibilitätseinstufung. Und Flexibilität bedeutet in diesem Fall zweierlei. Zum einen eine zeitliche Flexibilität, sprich kann ich den Einsatz zeitlich verschieben. Das ist bei einem Heber eher weniger der Fall, nur im sehr kleinen, da das ja ein umschlagskritischer Verbraucher ist sozusagen. Und das andere ist die Intensitätsflexibilität. Also kann ich den Verbraucher in verschiedenen Intensitäten betreiben. Das ist zum Beispiel oft beim Licht der Fall, dass man in unterschiedlichen Intensitäten einschalten kann, je nach Sichtverhältnissen, Tageszeit etc. Wenn man diese Verbraucher dann kategorisiert und entschieden hat, welche Verbraucher relevant sind für Projektzwecke, weil sie eben ein wenig Flexibilität mitbringen oder sehr große Verbraucher sind, dann werden an diesen Verbrauchern Smart Meters installiert. Ein Smart Meter ist nichts anderes als ein traditioneller Stromzähler, nur dass er eben smart ist. Das bedeutet, er redet mit einem Server und streamt die Daten, die er aufnimmt, live, also die ganze Zeit, in einem sehr kurzen Zeitintervall zumindest.
an ein Serverzentrum. Dort werden diese Daten zentral gesammelt und gespeichert und meistens noch angereichert oder in Bezug gesetzt durch andere Daten, Sekundärdaten, beispielsweise Schiffslisten oder Liegeplatzplanungen. Das Ganze macht man dann über mehrere Monate im besten Falle, denn bei Daten gilt natürlich immer die Faustregel: je mehr man hat, desto besser ist das. Der nächste Schritt nach dem Messen ist dann, diese Daten, die man da gewonnen hat, zu analysieren. Das machen wir mit AI-Methoden, also sei es jetzt Machine Learning oder neuronale Netze etc. Und das Ganze wird genutzt, um herauszufinden, wo zeitlich die Spitzen starten und welche Prozesse mit diesen Spitzen einhergehen. Das sieht dann meistens irgendwie so aus. Hier haben wir wieder unseren Lastverlauf. Wir wissen ungefähr, wo zeitlich unsere Spitze startet und können jetzt gucken, welche Prozesse an diesem Zeitpunkt losgehen. Und da können wir dann welche finden. Und diese meistens sind das dann mehrere Prozesse, die gleichzeitig starten und die eben so eine Lastspitze verursachen. Wenn man das herausgefunden hat, kann man diese Daten und diese Muster, die dahinter liegen, nutzen, um Lastgangprognosen zu generieren. Das macht man dann täglich. Da wird dann für jeden Tag auf Basis der Daten, die man hat, eben Schiffsankunftslisten oder auch ganz kurzfristig, wenn wir wissen, dass ein Verbraucher immer in einem gewissen Abstand einen weiteren Verbraucher, eine weitere Verbrauchernutzung impliziert, dann können auch darauf basierende Prognosen relativ kurzfristig erstellt werden. Und weil wir ja gleichzeitig messen, können wir die Prognosegenauigkeit quasi live beurteilen und dann das Modell entsprechend weiter trainieren, sodass dann relativ zuverlässige Lastgangsprognosen entstehen. Und wenn man dann eine gute Prognose hat, kann man die einem theoretischen optimalen Lastgang, den man vorher ermitteln muss, gegenüberstellen. Diese theoretischen optimalen Lastgänge werden meistens in Absprache mit den Stakeholdern, also mit den tatsächlichen operativen Betreibern, definiert, da man natürlich gucken muss, welche Prozesse sind überhaupt zeitlich verschiebbar, wohin kann man die zeitlich verschieben, wie geht sich das mit Personaleinsatzplanung und generellen operationellen Zwängen aus. Und wenn man diese Unterschiede festgestellt hat, dann kann man basierend darauf regelbasierte Handlungsempfehlungen definieren. Und das bedeutet im Prinzip, was muss ich tun, um von meinem Optimum, um von meiner Prognose zu dem Optimum zu kommen. Und wenn man das erreicht hat, dann ist der nächste Schritt gar nicht mehr so kompliziert. Da werden dann nämlich diese ganzen Messwerte, die Prognosen und die optimalen Lastgänge sowie die Handlungsempfehlungen in einer Art Dashboard oder einer Energieleitwarte zusammengeführt. Das bedeutet, da kann dann das Personal live diese Handlungsempfehlungen sehen, kann die annehmen oder aber auch ablehnen, wenn das momentan nicht gut in die Operations passt. Es kann die Prognosen sehen, es kann aber auch anhand dieser Prognosen zum Beispiel energieintensive Prozesse planen, indem man zum Beispiel sagt, wir haben heute vor, irgendeinen energieintensiven Prozess zu machen. Dann guckt man auf die Prognose, schaut, okay, zu diesem Zeitpunkt haben wir sonst wenig Verbräuche, dann machen wir das da. Und man kann natürlich live alle weiteren Verbräuche im Hafen überwachen durch diese Smart Meter. Das bedeutet, man kann auch ganz triviale Entscheidungen treffen, die unter Umständen viel Energie kosten, zum Beispiel ein System, das vergessen wurde auszuschalten, sehen, und dann weiß man, dass das noch läuft und noch Strom verbraucht, und dann kann man da hingehen und das abschalten. Das Ganze noch auf einen Blick. Wir haben Stromspitzen, die machen bis zu 30% der Kosten aus und können durch Optimierung reduziert werden. Wie funktioniert diese Optimierung? Die Optimierung funktioniert folgendermaßen: wir messen. Das bedeutet, wir erfassen die Live-Verbrauchsdaten. Dann versuchen wir, diese Daten zu verstehen. Das bedeutet, wir finden die Auslöser für die Spitzen und ordnen die Prozesse zu. Dann werden Lastprognosen erstellt, basierend auf den Daten, die wir vorher aufnehmen oder währenddessen aufnehmen. Und das Ganze wird einem optimalen Lastgang gegenübergestellt. Diese Gegenüberstellung nutzen wir dann zum Steuern. Wir werden Handlungsempfehlungen definieren und diese Handlungsempfehlungen werden dann zusammengeführt mit den Live-Verbräuchen und den Prognosen und in einem einzelnen Dashboard zusammengefasst, sodass man das dann schön und auf einen Blick sehen kann und entsprechende Maßnahmen ergreifen kann, wenn sie anfallen. Diese ganze Methodik wenden wir momentan in einem EU-Projekt an. Das nennt sich Dashport. Da geht es um eine digitale Leitwarte zur Analyse und Steuerung von Energieflüssen in Häfen. Das machen wir mit verschiedenen Projektpartnern, in dem Fall mit der Niedersachsen Ports GmbH und der J. Müller AG und dem Office.
Etwas Besonderes an diesem Projekt ist, dass wir dort den Terminalbetreiber und die Hafeninfrastrukturgesellschaft in einem Boot sitzen haben und deswegen sich natürlich viele Verbräuche aufeinander abgestimmt werden können, das Optimierungspotenzial entsprechend verstärkt. Das ist für uns neu und ist ein sehr spannendes Feld, aber die Erfolge sind momentan schon abzusehen. Das Ganze wird vom BMVI im Rahmen des Förderprogramms für innovative Hafentechnologien IHTEC gefördert. In der Höhe von 1,1 oder das in einer Höhe von 72% von dem Projektvolumen von 1,1 Millionen Euro. IHTEC geht im Januar auch in die zweite Runde. Da wird es dann also auch weitere neue spannende Projektmöglichkeiten geben. Das war es erstmal zu mir. Ich freue mich jetzt von mir. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Herr Küche. Es sind auch ein paar Fragen hier eingetrudelt während Ihres Vortrages. Die erste Frage vielleicht vorweg, wie viele Smart Meters wurden hier verbaut in dem Projekt? In dem Projekt haben wir knapp 500 Zähler oder Zählpunkte definiert. Wir mussten nicht ganz so viele Smart Meters verbauen, da teilweise in den Anlagen von J. Müller noch speicherprogrammierbare Steuerungen vorhanden sind, die diese Daten tatsächlich auch schon abgeben können. Das wurde nur bisher noch nicht gemacht. Das ist natürlich auch was man je nach Projekt prüfen kann. Und dann ist unter Umständen der Investitionsbedarf natürlich wesentlich geringer, weil diese Zähler sind auch relativ teuer. Schlagen Sie mit 500 Euro zu Buche pro Stück, 200 bis 500. Okay, dann haben wir hier noch eine zweite Frage bekommen. Wie sieht das aus? Lässt sich nicht auch ein Zwischenspeicher für Energie installieren? Also die Frage, ob man nicht auch über einen Zwischenspeicher die Energie zur Verfügung stellen könnte, statt die Prozesse anzupassen. Absolut, das geht. Aber natürlich ist es so, dass momentan Zwischenspeicher in der Kapazität und vor allem dann in dem Verhältnis von Kosten zu Kapazität relativ teuer sind. Also das ist definitiv auch eine Methode, die funktionieren kann, aber es geht einfach mit höheren Kosten einher. Und eine prozessliche Verschiebbarkeit, wir reden jetzt teilweise nicht über stundenlange Verschiebungen. Also man kann schon sehr viel erreichen, indem beispielsweise Krananlagen nicht gleichzeitig hochgefahren werden, wenn ein Schiff ankommt. Da geht es wirklich, die Abstände, in denen die Energieerzeuger die Stromspitzen messen, sind 15 Minuten. Also wenn man etwas schafft, nur um 15 Minuten zu verschieben, ist man eventuell schon über dem Berg. Das heißt, man könnte quasi mit diesen relativ vergleichsweise kleinen Investitionen das Gleiche erreichen, wie mit einem sehr teuren und auch aufwendig zu installierenden Energiespeicher. Okay, dann noch eine letzte Frage. Kann das Konzept auch auf andere Terminaltypen übertragen werden? Das kann definitiv übertragen werden. Es ist natürlich immer so, dass sich das Funktionieren dieses Konzepts hängt so ein bisschen an der Prognosegenauigkeit. Je genauer unsere Prognosen sind, und desto besser kann man danach andere Verbräuche in diese Prognosen hineinplanen. Und das hängt natürlich dann auch mit der Art und Weise zusammen, was man für Auslöser feststellen kann. Wenn man natürlich eine sehr gute Datenlage hat, mit Schiffslisten, die nicht nur den Namen des Schiffes angeben, sondern auch die Größe des Schiffes oder im besten Fall sogar die Menge der Ware und das Gewicht der Ware, die umgeschlagen werden soll, dann wird es natürlich entsprechend genauer. Und solange man aber da eine gute Datenbasis schafft und auch willens ist, da die Zeit zu investieren, diese Datenbasis aufzubauen, ist es, denke ich, ohne Probleme oder wissen wir, ohne Probleme übertragbar. Okay, Herr Küche, vielen Dank für die interessanten Einblicke in das Energiemanagement im Hafen. Wir schließen dann heute den Maritime Innovation Update zu diesem Thema. Ich darf Sie jetzt noch herzlich einladen zu unserem nächsten Maritime Innovation Update. Das findet im neuen Jahr am 8. Januar statt von Frau Tina Hensel zum Thema Emissionsreduktion und Performancebewertung durch Routenoptimierung. Die Anmeldung können Sie wieder wie gewohnt über den Link im Chat hier tun. Und eine weitere Information möchte ich noch bekannt geben. Und zwar laden wir jetzt gleich im Anschluss zu diesem Maritime Innovation Update zur offenen Weihnachtsempfang des CMLs ein.
Das ist eine interessante Sache. Wir haben hier ein neues Format, die sogenannten Proximity Worlds, dabei. Und ja, wir würden uns freuen, wenn Sie einmal kurz vorbeischauen. Dazu gerne auch wieder im Chat der Link und das entsprechende Passwort für die Teilnahme. In dem Sinne wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und freuen uns, Sie im neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Tschüss!